0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Im Rausch passiert. Und ich frage euch direkt und gezielt, was ist euch in einem Rausch schon einmal passiert? Vielleicht in einem Alkoholrausch, in einem Drogenrausch, vielleicht in einem Sexrausch, in einem Geschwindigkeitsrausch, was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Bisschen Post vorab, bevor es losgeht. Einen netten Brief habe ich bekommen von Ruth aus Magdeburg. Und die schreibt, lieber Jürgen, ich werde nächstes Jahr 80 Jahre alt. Weil ich nachts sehr schlecht schlafen kann, gucke ich seit 2 Jahren immer deine Sendung. Ich freue mich richtig darauf. Zu deinem Thema Schminke für Männer möchte ich sagen, wenn mein Kurt, der nun schon 10 Jahre tot ist, mit Schminke gekommen wäre, hätte ich ihn vor die Tür gesetzt. Das schreibt die Ruth. Und dann schreibt sie weiter, mach weiter so, Jürgen, und Glückwunsch zum 6-jährigen Bestehen deiner Sendung. Vielen lieben Dank, Ruth, und schöne Grüße nach Magdeburg. Und zu dem gleichen Thema nochmal Hallo Domian von Anne aus Sassenburg. Es geht um das Thema Männer und Schminke. Finde es ganz toll, wenn es dezent ist. Ich bin seit 25 Jahren Avon-Beraterin und möchte dir gerne Make-up verkaufen. Das ist sehr lieb von dir, Anne, und sehr aufmerksam, aber lass mal stecken. Wie gesagt, diese Schminke hier abends reicht mir völlig aus. Das muss ich tagsüber dann nicht mehr haben. Wir fangen mit unserem Thema an. Im Rausch passiert, und ich begrüße herzlich die Sanja. Und Sanja ist 31 Jahre alt. Hallo. Sanja? Ja, hallo Domian. Ja, hallo Sanja. Sanja kommt ganz langsam von unten hoch, so akustisch. Aber jetzt ist sie da. Ja. Was ist dir im Rausch passiert? Ja, also es geht ums Thema Alkoholrausch. Ja. Ich bin ja gar nicht drauf gekommen, was es alles für Rauschvarianten gibt. Nicht wahr? Was ich gerade alles gehört habe. Genau, ne? Und es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten wahrscheinlich. Ich habe da nur an Alkohol gedacht, aber genau dazu ist auch mein Thema. Ja. Also ich arbeite so als freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Fernsehproduktionen in Köln. Mhm. Und ja, in Köln, das hätte ich vielleicht jetzt schon nicht sagen sollen. Naja, hier gibt es sehr viele Fernsehproduktionen. Ja. Ja, ja, und da hat es dann am letzten Drehtag so eine Abschiedsparty gegeben. Das gibt es eigentlich auch bei fast jeder Produktion. Und mhm, dann bin ich nachher in einem Taxi mit einem der Schauspieler. Mhm. Also sehr bekannter Schauspieler auch. Ich werde jetzt nicht sagen, wer das ist, zu dem ins Hotel gefahren, weil ich halt einfach noch was abholen musste. Mhm. Naja, und dann haben wir halt noch ein letztes Gläschen Wein getrunken. Und im Hotel, du und der berühmte Schauspieler. Ja, genau. Ja. Und das war dann, glaube ich, schon das Gläschen zu viel. Und wir sind dann irgendwann im Bett gelandet. Mhm. Ja, und dann am nächsten Morgen, wir kannten uns ja auch von der Produktion her. So. Also es war nicht nur Sex, sondern du hast auch da übernachtet in dem Hotel. Mit ja, sagen wir, ja. Also auch, ja, auch geschlafen, ja. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, und dann haben wir am nächsten Morgen halt kurz geredet, so von wegen, ja, er hat eine feste Beziehung. Mhm. Du auch? Nee. Ich hatte weder da eine, noch habe ich jetzt eine. Mhm. Und war aber zu der Zeit ganz schwer in einen seiner Kollegen verliebt. Also jetzt nicht aus der gleichen Produktion, einfach nur auf einen Schauspieler, eigentlich also du, auch recht bekannt. Also du hattest auf diesen, den Besagten, mit dem du dann Sex hattest, gar kein großes Auge geworfen vorher? Nö, eigentlich nicht. Nö. Also ich würde mal sagen, er war mir nicht ganz, also er ist ein sehr netter, er ja, sieht sehr gut aus. Ach, was brennen, wir jetzt alle, wer es sein mag. Aber sag's nicht, Das wird auf gar keinen Fall passieren. Nein, auf keinen Fall. Also es war natürlich keine Abneigung da, sonst würde ich auch im schlimmsten Rausch nicht mit irgendwem im Bett landen, glaube ich. Also es hat schon an dem Abend so ein bisschen geprickelt, aber es war halt nicht der, in den ich da wirklich verliebt bin. Es war der Alkohol, wenn der Alkohol nicht gewesen wäre, wärst du mit dem nicht in die Kiste gegangen. Genau. So kann man sagen. Naja, auf jeden Fall dann am nächsten Tag, wie gesagt, eher Beziehung. Ich sag, ich bin ja eigentlich in anderen verliebt und ich fahre jetzt ganz schnell nach Hause und kein
Telefonnummer, kein gar nichts ausgetauscht, weil, wie gesagt, eher feste Beziehung und das war's so einfach wie nur möglich. Ja. Und damit war das Thema erstmal erledigt. Ja. Das heißt also, wir lernen daraus, du darfst mit deinen, wenn du mit berühmten Schauspielern zu tun hast, vielleicht nicht mehr Alkohol trinken oder so. Ja, so ähnlich. Ja, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Es geht noch weiter. Das war dann nur so lange erledigt, bis dass ich dann festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Nein. Nein, du bist Och. Wirklich schwanger von diesem One-Night-Stand mit diesem berühmten Schauspieler. Ja, es muss das sein. Umso interessierter sind wir natürlich jetzt alle. Nein, sag's nicht. Sag's natürlich nicht. Ich sag's nein, auf keinen Fall, weil er weiß es selber nicht, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe. Wer mag es bloß sein? Wer mag es bloß sein? Nein, ja, ganz im Ernst, das ist ja nun eine weniger lustige Situation. Du bist schwanger, du bist sicher, dass du schwanger bist von diesem Mann? Es kann kein anderer? Es kann kein anderer sein, nein. Ich hatte danach keine Beziehung und davor... Ja, in der wievielten... Stimmt, 4 Monate nichts. Ja, dann kannst also nicht... Nach Adam Riese muss erst dann sein, ne? Mhm. In der wievielten Woche bist du jetzt schwanger? In der 40. In der 40. Mhm. Also ich war gestern, also 5.4. ausgerechnet und warte jeden Moment. Du nimmst das alles sehr gelassen. Ich merke, du bist ganz entspannt, ne? Und lachst darüber. Ja, ich meine, ich hatte jetzt doch, seitdem ich weiß, jetzt 8 Monate Zeit, damit fertig zu werden. Ja. Aber wieso hast du denn in den 8 Monaten nicht Kontakt zu ihm aufgenommen und hast gesagt, pass auf hier, es ist passiert, ich bin schwanger. Ja, wie? Sag mir wie. Naja, aber wenn du beim Fernsehen arbeitest, weißt du, dass es Möglichkeiten gibt, irgendwie halt auch an die Prominenten heranzukommen. Vor allen Dingen, wenn ihr euch sogar persönlich kennt. Ich komme an ihn jetzt ja nicht mehr ran. Die Produktion ist abgeschlossen. Ich habe gar nichts mehr so gehört, wo er jetzt dreht. Und ich habe einfach die panische Angst. Natürlich könnte ich bei uns im Produktionsbüro nachfragen. Mhm. Das ist ja gar nicht das Problem. Mhm. Aber auch die halten solche Sachen sehr verschlossen. Wir sind auch nie irgendwie an... Man hat ja immer diese Stablisten vom Team und sonst was und diese Telefonnummern, Privatschauspieler, sonst was. Immer verdeckt, das auch nicht rausgegeben. Liegt es jetzt wirklich daran, dass es sehr kompliziert ist, das rauszukriegen? Liegt es nur daran oder möchtest du es ihm auch gar nicht sagen? Ich weiß es absolut nicht. Ich habe all die Monate darüber nachgedacht, ich weiß es absolut nicht. Nun nehmen wir mal den Fall an, das kann ja passieren, dass du vielleicht in einem Jahr oder so wieder mit ihm zusammenarbeitest und ihn persönlich irgendwo triffst, am Set, wie man das so sagt, oder in einem Fernsehstudio, wo auch immer. Ja. Den Gedanken hast du sicher auch schon mal durchgespielt. Würdest du es ihm dann sagen? Dann würde ich es ihm sagen, auf jeden Fall. Mhm. Dann hätte ich die Möglichkeit, alleine mit ihm zu reden, ohne dass es irgendwie vorher schon an die Öffentlichkeit kommt. Weil das ist einfach meine absolute Angst. Mhm. Weil wenn die im Produktionsbüro sagen, ja, ich kann nicht einfach die Nummer rausgeben, soll ich dann sagen, ja, aber das Kind ist ja, ihm. Und dann ist die Kacke natürlich am Dampfen. Ja, ja. Ne? Ja. Zumal, ja, natürlich, absolut. Also dann wären die Zeitungen wahrscheinlich randvoll und aber du gehst ja dann auch sehr, den Bach runter. Du gehst aber jetzt auch sehr taktvoll damit um, ne? Wir kennen ja nur andere Fälle, wo die Frauen dann auch an die Presse gehen oder halt Druck ausüben, weil halt auch Kohle mit im Spiel ist. Aber das ist für dich alles gar kein Thema. Ach, ich glaube, das wäre vermessen, jetzt zu sagen, dass das mit Kohle und so kein Thema wäre, dass man da mal nicht drüber nachgedacht hat. Ich habe da, wie gesagt, auch über das 8 Monate lang jetzt nachgedacht. Ja, war es. War Dieter Bohlen, Boris Becker. Ja, es gibt schon ein paar. Da darfst du jetzt die nächsten Tage drüber nachdenken. Nein, aber auch, man muss natürlich auch noch wieder eine ganz andere ernste Komponente sehen. Dieses Kind wird dich auch irgendwann fragen, wer ist mein Vater? Weiß ja, mein das Vater? Ist nämlich das, wo du eben gefragt hast, wenn ich ihn in einem Jahr sehen würde. Das wäre nämlich mein absoluter Grund, es ihm dann doch zu sagen, einfach wegen des Kindes. Wenn man mit Stars zusammenarbeitet und die so wirklich im Alltag, in ihrem Arbeitsalltag mitbekommt. Und du hast sie mitbekommen und ihn auch mitbekommen. Da lernt man die ja schon ein bisschen besser kennen als nur im Fernsehen, wo keep smiling und toll und alle lachen und sind immer nett. Mhm. Was meinst du, wie der darauf reagiert, wenn er das erfährt? Ja. Meinst du, dass er zu dir steht und zu dem Kind oder wird's problematisch? Also ich glaube, er würde schon zu dem Kind stehen, ja, auf jeden Fall, klar, würde er, bin ich eigentlich fest von überzeugt, aber
ja, alles, was da rundherum daran dann zusammenbricht. Es gibt einen tierischen Draht. Mhm. Man sieht das ja gerade, was du eben schon erwähnt hast, mit anderen Leuten, was das dann durch die Presse geht. Es wird unweigerlich mich und das Kind damit reinziehen. Natürlich, ja. Und seine Beziehung wird daran kaputt gehen, kann man fast mal von ausgehen, oder? Also du meinst auch, das würde ein großes Boulevardthema, wenn das rauskäme? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also es ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Mann. Er ist bekannt genug, ja. Darf ich dich als erwachsene Frau mal fragen, wie kam es überhaupt dazu, dass du nun schwanger geworden bist? Mein Schwanger wird das euch denn jetzt erklären, oder? Nein, ich möchte eigentlich von einer 31-jährigen Frau fragen, wie, dass sie ungeschützt und ohne zu verhüten mit einem Typ in die Kiste geht. Ja, Blödheit. Blödheit, ne? Und wenn die Frage würde ich ihm natürlich genauso stellen, ne? Aber dir eben auch. Hast du zu der Zeit die Pille genommen? Nee. Nee. Und du hast es zugelassen, dass er kein Tütchen drüber getan hat? Ja. Das ist natürlich eine krasse Sache. Mal von der Komponente Schwangerschaft abgesehen, ist das eine absolut krasse Sache. So, genau, ganz gut. Wo ich sonst jedem sagen würde, bist du total verrückt. Mhm. Aber das ist natürlich unser Thema, ne? Im Rausch passiert. Da ist, eben. Du warst alkoholisiert, du warst leidenschaftlich erotisiert und da ist alles mit dir durchgegangen, mit ihm auch. Jo. Ja. Aber das sollte eigentlich auch keine Entschuldigung dafür sein. Absolut nicht, nee. So, jetzt hast du uns natürlich eine Denkaufgabe gegeben. Wir alle werden die nächsten Zeiten über Ostern brüten. Von wem ist Sanja schwanger? Genau. Nein, also ich hoffe, dass eigentlich muss es so kommen, dass du Kontakt irgendwie zu diesem Mann herstellen kannst. Schon auch im Interesse des Kindes, dass da klare Verhältnisse geschaffen werden, ja, finde ich. Ja, meinst du auch, oder? Ja, finde ich schon, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Und ich merke ja, dass du sehr verantwortungsbewusst damit umgehst. Vielleicht findest du ja doch einen Weg, dass du ganz diskret und wirklich ganz intim ihm das übermitteln kannst und eben weit weg von Presse und Medienrummel und so etwas. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es muss irgendeine Möglichkeit geben, an seine Privattelefonnummer, Handynummer oder sowas zu geben. Irgendwie setze ich mal hin, überlege und... Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht doch wirklich noch ein bisschen Zeit hat, weil ich denke mal, er hätte eh nicht die Möglichkeiten, sich so um das Kind zu kümmern. Wahrscheinlich wird das auch nicht zustande kommen. Das muss wirklich jetzt nicht heute auf morgen sein. Vielleicht sollte das Kind erstmal da sein und du auch erst wieder erholt und von der Schwangerschaft. Und wie gesagt, so der Zustand, dass ich in jemand anderen verliebt bin, wie das damals war vor 9 Monaten, das ist immer noch ganz genauso. Das ist auch noch so. Egal, das ist ja noch ein ganz anderes Thema jetzt. Ja, ja, genau. Und egal, was mit ihm kommen würde, also wie er sich da entscheiden würde, das würde niemals was geben. Ja. Auch schon von meiner Seite aus nicht. Nein, ich meine aber auch nur... Das wäre wirklich nur für das Kind. Genau, dass für das Kind gesorgt ist, dass das Kind weiß, das ist mein Vater und dass er vielleicht sich ab und zu auch um das Kind kümmert. Das ist ja auch schön für das Kind dann. Mhm. Sanja, alles Gute. Ja, alles Gute. Ne? Und ich hoffe, dass du daraus jetzt gelernt hast... Für die nächsten Sachen in Hotels, die du machst, wenn du mit Stars... Ja, ich hoffe es auch, weil im Moment finde ich es gar nicht so schlimm. Im Moment freue ich mich einfach und wäre froh, wenn ich die Entbindung hinter mir hätte. Das glaube ich. Also dafür wünsche ich... Ich habe so eine Angst. Ja, dafür wünsche ich dir alles Gute und halt die Daumen. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Wer mag das bloß sein? Es muss jemand sehr Prominentes sein. Wer mag es sein? Im Rausch passiert, heißt unser Thema. Es kann passieren als mögliche im Drogenrausch, im Alkoholrausch, habe ich gerade gesagt, im Sexrausch. Gerade hatten wir ja die Kombination im tiefen Rausch, vielleicht Geschwindigkeitsrausch. Ich weiß gar nicht, was es noch so für Räusche gibt, aber wenn euch irgendetwas in einem Rausch passiert ist, werdet ihr sicher das jetzt direkt assoziieren und es wird euch einfallen und mich vielleicht anrufen. Thomas, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt bin ich gespannt, was dir passiert ist im Rausch. Ja, also ich habe mir im Vollrausch besoffen ein Rennen mit der Polizei geliefert. Oh, das ist weniger lustig. Ja, das ist auch nicht so lustig. Also das waren mehrere Raus eben. Ich habe gesoffen, habe mir eine Ecstasy-Pille geschmissen und war damals gerade mit meiner Freundin zusammen und ja, war total geil auf sie. Dann wollte ich schnell nach Hause, um mit ihr in eine Kiste zu steigen. Ach so, also alles kam da zusammen. Das kam alles dazu, ja. Wie lange ist es her?
Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Mhm. Erzähl mal, wie das genau ablief dann. Wieso kam es zu dem Rennen mit der Polizei? Ja, er war im Zivil und war allein im Auto. Ich weiß nicht, Gopark, sagt dir das was? Nee. Ja, also das ist die Diskothek in Herford, da ist ja auch bald die 1Live-Party. Aha, weiß ich, ja. Ja, und naja, ich in ein Auto rein, raus und er stand auch an der Kreuzung, wollte rechts abbiegen und er stand genau mir gegenüber. Mhm. Und ich wollte links abbiegen und biege vor ihn weg und habe so ihn sozusagen seinen Vorfahrt weggenommen. Er fährt hinter mir her. Und so ist er auf dich aufmerksam geworden? Und so ist er auf mich aufmerksam geworden eigentlich, ja. Und du bretterst direkt los, volle Kanne? Ich bretter direkt los, volle Kanne und nichts anderes als den Trieb, sage ich mal, im Kopf. Die Frau im Kopf? Ja, und er hinter mir her und ich weiß nicht, es ist eine gerade Spur, so, es geht von... Das ist eine ziemlich lange Strecke, so zweispurige Strecke und ich bin ziemlich schnell gefahren. War das so eine Zivilstreife, die dann so ein Blaulicht sich oben drauf pappen? Nein, ich weiß es nicht. Er hat mir nachher nur noch, ich bin dann langsamer gefahren, weil ich bin über 2 rote Ampeln gefahren. Über 2 rote Ampeln gefahren? Ja, ich bin die zweite Ampel, wo ich rübergefahren bin, da war ich schon mindestens, wo er rübergefahren ist, war schon 7 Sekunden rot oder so. Ab wann war dir denn klar, das ist eine Zivilstreife? Ja, dann bin ich ich habe in den Rückspiegel geguckt, habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht, ne? Was will er denn jetzt so? Hat er sich irgendwie bemerkbar gemacht bei dir? Der ist die ganze Zeit hinter mir hergefahren. Nur hinter dir hergefahren? Der ist voll ist mit hinter mir hergefahren und ich habe gedacht, der will mit mir rennen fahren eben, ne? Ach so. Mhm. Ja. Und das ging dann bis wohin? Das ging... Bis zu dir nach Hause? Nee, das ging nicht bis mir nach Hause. Das ging ungefähr, sag ich mal, jetzt 3-4 Minuten lang insgesamt. Und dann hat er dich überholt und hat dich abgedrängt? Ja, ich bin dann langsamer gefahren und wollte gucken, was er jetzt macht, was er will. Mhm. Ja, und dann fährt er so neben mir und zeigt mir nur die Kelle eben, ne? Ach so. Aber es war nur ein einziger Fahrer? Das war nur ein Fahrer, ja. Ach. Da wäre ich auch niemals drauf gekommen. Nee, normalerweise sind die ja wirklich immer zu zweit. Wie kann der dir die Kelle zeigen, wenn der dich überholt? Ja, der hat nur so, ich bin ja extra langsamer gefahren. Und der hat sich so direkt? Er hat so ein Lenkrad, hat ein Hand, hat er so ein Lenkrad in der Hand gehabt und das andere hat er mir so das Ding gezeigt. Da habe ich mir noch am Kopf gepackt und dachte, ne, scheiße, ey. Und da haben sie mich auch direkt, kam auch von vorne seine Kollegen da, hat er schon angerufen gehabt. Achso, per Funk? Per Funk, ja. Verstärkung geholt? Verstärkung geholt, ja. Und dann haben sie mich da zu viert verhaftet eben, ne? Und da war nichts mehr mit Sex, ne? Da war nichts, doch, eigentlich schon. Wie in der Zelle mit den Polizisten, oder? Nein, die haben mich ja dann nach Hause gehen lassen und das Beste daran war ja, meine damalige Freundin, die hat ja auch getrunken gehabt. Mhm. Und die sollte dann eben da bleiben und nicht fahren. Mhm. So, und dann fahren die Polizisten mich eben nach Hause. Und so eine Stunde später kommt ein Taxi bei uns auf dem Hof gefahren. Und meine Freundin steigt aus. Ja, ich sage, was ist denn los? Ja, sie ist dann auch losgefahren eben, ne? Und die haben sie auch dann 500 Meter gepackt, so besoffen. Musste sie auch pusten und haben sie auch mitgenommen. Musste auch Blut abgeben und all so eine Scheiße. Aber du musstest auch zu einer Blutabnahme? Richtig, ja. Das heißt, du warst erst im Krankenhaus, ne? Und, oder wo hat man das gemacht? Ja, ich war dann im Krankenhaus, richtig, ja. Und dann hat es doch eine Weile gedauert, bis du dann zu Hause warst, ne? Ja, die Aktion an sich hat so knapp, sag ich mal, weiß nicht, 2 Stunden oder so, ich weiß es nicht genau. Es hat aber lange gedauert, ja. Was ist aus der ganzen Sache geworden? Zu was bist du verurteilt worden? Also ich habe eine Gerichtsverhandlung gekriegt. Mhm. Da, nur bei der ersten Verhandlung war der Polizist nicht da, der mich verhaftet hat, der dabei war. Mhm. Da hat die Richterin gesagt, ja, 3 Monate Fahrverbot und 450 Mark Geldstrafe. Wie viel Promille hattest du im Blut? Das war 0,7 oder so, das war nicht so viel. Ja. Ich war aber. Ist dir nachgewiesen worden, dass du auch eine Pille geworfen hattest? Nee, das haben sie mir nicht nachgewiesen. Achso. Nein. Naja, auf jeden Fall, mein blöder Anwalt nimmt das nicht an und sagt, nee, wir gehen in Provision, also wie heißt das? Revision. Revision, ja. Ja, und wir wollen das nochmal durchgehen, wenn der Polizist auch dabei ist. So, dann zweite Gerichtsverhandlung, der Bulle dabei und so, ne? Da brummt sie mir 9 Monate auf. Und so war es dann auch. Also so war es dann auch. Also 9 Monate Führerscheinentzug? Ja. Und auch noch eine Geldstrafe oder irgendetwas? Von 450 Mark. 450 Mark. Und insgesamt habe ich, ach, bestimmt schon über jetzt, ich habe muss, also es ist das, mein Führerschein ist ja schon 1,5 Jahre jetzt weg. Und ich musste zum Idiotentest. Also wie, der ist 1,5 Jahre schon weg? Wenn du 9 Monate? Ach so, die Zeit bis zur Gerichtsverhandlung war ja auch weg. Die Zeit bis zur Gerichtsverhandlung war ja auch und weg. Und die ist dir nicht angerechnet worden? Die ist mir angerechnet worden, aber ich habe ja insgesamt jetzt 1,5 Jahre, hat das so lange gedauert, weil ich den Idiotentest jetzt einmal durchgefallen bin. Ach so. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Was schließe ich denn daraus? Wie bitte? Was schließe ich denn daraus, dass du da durchgefallen bist? Was? Ja, normal. Bist du da auch besoffen hingegangen oder wie? Nein, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also das heißt, du hast jetzt eine ganze Weile
Ich habe jetzt knapp, also im Juni, 23. Juni sind es 2 Jahre. Ich glaube, ja, dass das eine perfekte Strafe ist für so Verkehrsraudis. Richtig, ja, ne? Weil ich eigentlich auch. Also ich meine, ich habe auch schon 5 Delikte gehabt in der Zeit. Und vorher, als du noch vorher schon, ja. Also, aber ich glaube, das tut einem richtig weh, ne, wenn der Führerschein weg ist. Ja, das tut mir immer noch weh, davon abgesehen. Das glaube ich. Meinst du, dass du da jetzt eine Lehre rausziehst, dass du, wenn du den Führerschein hast, wirklich vorsichtiger bist und dich den Verkehrsregeln wirklich unterwirfst? Ich meine, ey, bei mir ist das immer so, es ist so eine Gefühlssache, weißt du, wie soll ich das sagen? Ich kann jetzt hier sitzen und sagen, okay, ich würde nie wieder schnell fahren, ich würde nie wieder einen Alkohol anrühren, aber ich kann es nicht sagen, wenn ich jetzt hinterm Steuer sitze und ich fühle mich einfach, weiß ich nicht. Dann finde ich, Thomas, sollte man dir den Führerschein so lange nicht zurückgeben, bis du ganz klar aus der Pistole geschossen sagst, ja, ich habe daraus gelernt, ich rühre keinen Tropfen Alkohol mehr an und ich rase nicht mehr wie ein Idiot. Ja. Aber echt, wenn du jetzt so lange schon den Führerschein weg hast und immer noch sagst, naja, es ist eine Gefühlssache und vielleicht. Ja, das ist aber die Wahrheit, soll ich dir jetzt sagen. Ja, ist doch scheiße, da muss man mal gegen sich angehen, Mann. Ich meine, es ist ja noch alles bei dir jetzt gut gegangen. Du hättest da ja auch, weißt du, ihr hättet einen schweren Unfall bauen können. Du hättest einen Menschen umfahren können. Oder weiß ich was alles. Das war idiotisch, das stimmt schon, die Aktion an sich. Das hätte ich nicht bringen müssen. Ja, aber sowas kann ja immer wieder passieren, wenn du Alkohol trinkst. Ja, da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Bei mir ist das ja in Maßen immer, sag ich. Ach. In Maßen sagen alle sagen immer, ich bin kontrolliert und so, wie mir passiert. Ich fahre eigentlich immer, ich habe nie einen Unfall gebaut besoffen. Naja, gut. Ja. Aber irgendwann ist es das erste Mal und beim ersten Mal ist es dann vielleicht auch schon das schlimmste Mal. Das, ne? Ist das, ja, das mag ich sein. Fand ja die Regelung in der ehemaligen DDR wunderbar, 0,0 Promille, knallhart und wer irgendwas getrunken hat, Lappen weg. Dafür gibt es einfach zu viele Unfälle und zu viel Leid im Straßenverkehr. Ich finde, dass man da ganz hart durchgreifen muss. Na gut, also du hast deine Geschichte erzählt, im Rausch passiert und ich hoffe doch, dass du lernst und ein guter Autofahrer mal wirst. Obwohl ich ein bisschen lachen muss dabei, aber naja. Warum das denn? Naja, weil ich es nicht so glaube. Ich glaube, dass du noch ein paar Dummheiten machen wirst. Eigentlich ein ganz guter Fahrer. Ich habe ja auch schon daraus gelernt, sage ich mal. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt das machen. Also naja, ich glaube nicht, aber... Ja. Na gut. Aber ich habe ja auch so eigentlich andere Probleme. Das ist ja das Geringste, sage ich mal. Halb so wild, so durch diesen Ecstasy-Konsum und diese Depression, die immer auftaucht. Und ich weiß auch nicht, ich wohne hier im 5. Stock, dann sitze ich abends manchmal hier und denke, eigentlich kannst du jetzt runterspringen. Hör mal, das können wir jetzt hier nicht vertiefen, aber wenn du gerne mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden möchtest, biete ich es dir an. Ja, gerne, Thomas. Leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Es ist jetzt bei mir. Am Telefon, Rudolf, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Was ist bei dir passiert im Rausch? Ja, also das war so, wir waren bei einem Freund auf einer Party, bei dem Henk, also waren wir auf der Party. Mhm. Ich war da mit meiner Freundin gewesen, ja, und dann hatten wir ziemlich viel getrunken, so Bier und Schnaps hatte ich getrunken. Mhm. Und dann habe ich dann mit der besten Freundin von meiner Freundin, bin ich dann halt fremd gegangen und... dann hat meine Freundin das rausgekriegt und hat dann Schluss gemacht. Mit der besten Freundin der Freundin, wo bist du genau fremdgegangen? Während der Party? Ja, während der Party, ja. Das war so. Also ich hatte ja getrunken, wie ihr sagt. Und dann bin ich nach oben gegangen. Also da muss ich zu sagen, die Eltern waren in Urlaub auf Mallorca. Und unten war Rambazamba und oben standen die Schlafzimmer leer. Ja, so, genau so. Und deine Freundin war auch mit unten dann am Feiern? Ja, die war unten, also im Wohnzimmer. Hat die das ja nicht gesehen, dass du da mit dem Mädel hochgegangen bist? Ja, nee, ich bin ja nicht direkt hochgegangen. Also ich bin schon hochgegangen, aber das war so, ich hatte so einen Jux und also ich musste auf die Toilette oben, weil unten besetzt war. Mhm. Und dann habe ich die oben dann getroffen, die Freundin von meiner Freundin, und dann ist dann halt einfach passiert. Ein Zufall, dass ja, du sie oben getroffen hast. Und dann hast du sie angebaggert oder hat sie den ersten Schritt gemacht? Ja, also... dann standen wir voreinander und dann haben wir uns halt geküsst. Sofort, zack, zack. Ja. Ohne lang zu... Aber da hast du einen richtig im Kahn gehabt, so richtig im Kahn. Ja, ja, also ich hatte so ungefähr 10 Bier getrunken, so 6, 7 Schnäpse und... Dann habt ihr... Oh, so viel. Dann habt ihr geknutscht oben? Ja, und noch ein bisschen mehr, aber miteinander geschlafen haben wir nicht. Ja. Und wie lange dauerte oben die Session? Die Session? Ja, oben, das Knutschen. Ja, das dauert so, ich denke mal, eine Stunde, dreiviertel Stunde kann man sagen. Aber da war deine Freundin unten noch wahrscheinlich schon misstrauisch, ne? Wo ist er? Wo bleibt er? Ja, ja, das weiß ich nicht genau, da habe ich sie nicht nachgefragt. Und wie ist das Ganze dann aufgeflogen?
Ja, mein Kumpel, der kam dann halt rein, weil er wollte auch pennen. Hm? Und dann waren wir halt in seinem Bett. Hm? Und dann hat er uns dann halt gesehen. Und für einen Kumpel nicht üblich, hat er es dann weitererzählt. Also gleich gepetzt und... Ach so. Und er ist runtergelaufen und hat das erzählt? Ja. Und gab es dann an dem gleichen Abend noch eine große Szene mit deiner Freundin? Ja, das gab so heftigen Beef mit ihr. Und dann hat sie gleich... Also nicht gleich abends. Bloß mit meinen Freunden und so. Mhm. Meine Freundin hat das am nächsten Tag erst erfahren, weil die war schon weggegangen. Ach so. Ja, weil ich denke, die war ein bisschen sauer, dass sie nicht da war oder so. Ich weiß. Weil du sagen, weg warst, ist die dann nach Hause gegangen? Ja, also vielleicht dachte sie auch, dass ich auch schon nach Hause gegangen bin. Ach so. Und am nächsten Tag hat sie es erfahren? Ja, da hat sie es erfahren. Und da gab es den großen Krach? Ja, da gab es den Krach, ja. Und da hat sie Schluss gemacht. Du hast das nicht irgendwie erklären können, von wegen, ich war besoffen und... Ja, also... Gar nicht sehr. Das, sie dachte halt mit ihrer Freundin, dass... sie irgendwas heimzahlen wollte oder so. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, was ist eben passiert wegen dem Alkohol und so. Mhm. Und sie sagte, ja, nee, das gibt's nicht und so. Mhm. Haben die beiden Mädels dann ihre Freundschaft dann auch aufgegeben? Weißt du das? Ja, die haben auch so richtig tief und so. Wie lange warst du denn mit dem Mädchen zusammen vorher gewesen? Also 3 Monate. Ja, sowas passiert auch im Alkoholrausch, ne? Ja. Hast du dich hinterher sehr geärgert, dass es passiert ist? Ja, also deswegen rufe ich an, also weil es mich sehr ärgert und weil es halt im Rausch passiert ist. Mhm. Und dich die andere gar nicht so sehr interessiert hat eigentlich? Nee, eigentlich nicht, aber es ist ja so passiert halt. Mhm. So Freestyle-mäßig. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war vor 2 Monaten. 2 Monaten. Aber keine Chance mehr, dass da irgendwas eingerenkt werden kann? Nee, ich denke nicht. Ja. Also, Lehre, welche Lehre ziehen wir da raus? Ja. Vielleicht ein Schnäpschen weniger trinken oder so. Ja, das wäre... Aber das ist schon verrückt, ne? Dass man, wenn ein bestimmter Alkoholpegel da ist, dass man dann gar nicht mehr Herr seiner selbst ist, ne? Und ja, Dinge tut, die man sonst vielleicht nie tun würde. Naja, dann wird man auch freizügiger. So ist es, ja, genau. Mhm. Was meinst du, was alles im Suff in Sachen Sex so passiert? Wahnsinn wahrscheinlich. Ja, da kann man auch besser so freestylen und das passiert ja alles so und ich weiß auch nicht. Rudolf, alles Gute. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. René, 35 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, René. Ja, im Rausch passiert. Was ist dir im Rausch passiert? Ja, okay. Also ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Mhm. Wir waren in der Kneipe gewesen mit 3 Mann, hatten gut eingebechert. Mhm. Und da waren auch 2 Mädels. Und als es zum Ende zuging, also der Wirt wollte schließen, die Mädels gingen voraus und an denen hat man Spaß gehabt, natürlich hinterher. Wie viele Mädels waren das? Bitte? Wie viele Mädels waren das? Es waren 2 Mädels gewesen. 2 Mädels und 3 Jungs. Ja, genau. Mhm. Die gingen zu ihrem Waren. So, wir hatten auch ein Auto dabei hinterher. Die Mädchen wussten nichts davon. Wir wollten einfach gucken, wo sie noch hinfahren. Obwohl ihr so viel gebechert hattet? Ja, genau. Mhm. Wir haben uns absolut keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. So, wir ins Auto, also ich war der Fahrer. Und ehe wir im Auto drin waren, die Mädels waren schon also außer Sichtweite. Mhm. Wir konnten nur sehen, dass sie Richtung von Brand Richtung Aachen fuhren. Mhm. Also ich dann Gas gegeben. Ja, und dann sah ich auf einmal, die hatten gelb. Ja, sind noch bei gelb durch. Mhm. Ja, und ich natürlich Gas gegeben, bei Rot durch. So, jetzt muss man sich das so vorstellen. Ich hatte ungefähr, was nachher festgestellt worden ist, laut Gutachten 110 drauf, bei Rot durch. Mhm. Von links endete eine Autobahn, da konnten die Leute entweder nur links oder rechts fahren. Mhm. Die Frau, die von der Autobahn runterkam, die hatte natürlich grün, wenn ich bei Rot durchgefahren bin. Ja. Da bin ich der Frau also voll in die Seite reingefahren. Wie schnell fuhr die Frau, weißt du das? Die fuhr also, die Autobahnausfahrt, die kann ich, ich weiß nicht, ich glaube 60 war ein guter Anzug. Immerhin, das ist ein Aufprall 60 und du 110, das sind natürlich Kräfte, ne? Ja, genau. Und da war noch eine Beifahrerin bei ihr. Mhm. Gut, ich ihr natürlich in die Seite rein. Ihr Auto hat sich überschlagen dann. Mhm. Ich habe die also praktisch irgendwie hochgehoben. Mhm. Und dann ist sie links neben der Kaserne in einer Riesenwiese gelandet. Mhm. Und ich irgendwo mitten auf der Straße nach 3 Drehungen stehen geblieben. Mhm.
Gut, schwer verletzt natürlich. Die Frau war schwer verletzt. Lungenquetschung, Leberabriss. Ja. Und ihr, war jemand von euch verletzt? Wir hatten, also ich weiß nicht, wie es kam. Ich hatte Schnittwunden im Gesicht und Rippenprellungen. Und die anderen hatten nichts. Gar nichts. Nein, die hatten nichts. Erstaunlich, ne? Bei so einem Aufprall. Aber ja. Die Frau war schwer verletzt. Ja, die war sehr schwer verletzt. Mhm. Ist die Frau denn, hat die überlebt? Ja, die hat überlebt, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So, dann... Wie viel Promille hattest du im Blut? 1,9 Promille. Ja, also ich fand, sagen wir mal so, ich habe damals mal eine Phase gehabt, da hatte ich ziemlich viel getrunken, am Wochenende immer, und ich fand mich auch nicht betrunken oder sonst was. Ne? Was ich gerade sagte, jeder sagt das immer, ne? Ich fühle mich noch ganz fit und klar und ich kann Auto fahren. Ne? Jetzt komme ich mal zum Punkt. Viele schimpfen ja über die MPU, also MPU musste ich natürlich machen vom Gericht aus dann, ich bin ja verurteilt worden, ich war zu der Zeit arbeitslos und also die Geldstrafe vom Gericht, die ist relativ gering ausgefallen deswegen. Nämlich, wie hoch war sie? 1300 Mark. 1300 und du hast nur 1300 Mark zahlen müssen? Ja, weil ich zu der Zeit arbeitslose Hilfe bezogen habe. So, aber jetzt kam natürlich das, die haben natürlich Schmerzensgeld, wollten die haben, was ja auch ihr gutes Recht war, die Leute, die verletzt waren, also die Frauen, die Beifahrerin, und das belief sich damals auf 17.000 Mark. Mhm. So, und dann ist mir vor Gericht gesagt worden, sobald sie wieder Arbeit haben, müssen sie bezahlen, Ratenzahlung, ne? Weil ich hatte nichts gespart und nichts. Ja. So, und aber ich habe mich mit den Leuten dann auch ziemlich gut verstanden. Ich bin die Frau regelmäßig im Krankenhaus besuchen gegangen, sowas alles, ne? Und dann hat sie gesagt, komm hier, die Hälfte ist bezahlt, jetzt wir schenken dir den Rest, weil du halt gezeigt hast, dass dir leid tut. Nur was ich jetzt damit sagen möchte, viele schimpfen über diese MPU, das heißt also medizinisch-psychologische Untersuchung, So, also ich habe Glück gehabt, ich musste die machen. Und viele sagen, 80% fallen durch, wenn Beamten, Willkür oder sonst was. Ich bin da hingegangen mit einer Angst, weil ich dachte, jetzt wärst du abgestempelt als Alkoholiker oder sonst was. Aber ich muss sagen, ich bin direkt beim ersten Mal, habe ich bestanden, ich bin durchgekommen. Ne? Sag mal, jetzt muss ich nochmal fragen, hast du nur da diese Geldstrafe aufgebrummt bekommen oder auch ging das einher mit Führerscheinentzug? Ja, ein Jahr. Ein Jahr Führerscheinentzug. So, jetzt ging es aber weiter. Ich musste damals dann neu beantragen und sowas alles. Und die MPU, die hätte damals 1000 Mark gekostet. Das Geld habe ich nicht gehabt. Ja. So, jetzt habe ich das laufen lassen, so, habe ich nicht mehr drum gekümmert. Dann habe ich nach 5 Jahren nochmal beantragt, meinen Führerschein. Dann haben die zu mir gesagt, wenn sie jetzt die MPU machen, sie kommen durch, dann müssen sie den Führerschein wohl neu machen. Okay. Und dann ist wieder was dazwischen gekommen und ich hatte auch das Geld nicht, für den Führerschein neu zu machen. Und dann habe ich jetzt nach 9 Jahren habe ich den Führerschein endlich wieder. Ich habe dann also 9 Jahre weg gehabt. Ja, 9 Jahre weg gehabt. Sag mal, jetzt habe ich gerade schon die anderen auch so gefragt, was sie aus diesen Vorfällen so mitgenommen oder gelernt haben. Ist es für dich ganz klar, was du daraus gelernt hast? Ja, ganz klar. Nämlich? Ganz klar ist, Hände weg vom Steuer, wenn man Alkohol getrunken hat. Kannst du dir das erklären? Ich meine, das ist ja nur keine neue Erkenntnis und das ist nicht gerade frisch erforscht, dass Alkohol nun schlechtes fürs Autofahren, dass du damals so unbesonnen dich verhalten hast vor 10 Jahren. Da warst du ja nun immerhin auch schon 25. Ja, das kann ich genau sagen, warum. Ich denke mal, ich war so durch den Alkohol, sagen wir mal Wochenende, immer, mir war alles irgendwo scheißegal gewesen. Und es war für mich selbstverständlich, ins Auto einzusteigen, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die beiden Jungs noch im Auto waren. Dann feuert man sich ja quasi so gegenseitig an. Und tut Sachen, die du vielleicht, wenn du alleine gefahren wärst, vielleicht nicht so passiert wären. Ne? Kann ja auch sein. Ja, vielleicht weiß ich nicht. Ihr wolltet ja dem Mädchen hinterher. Ja. Und dann habt ihr euch, los, dreht drauf, machen wir und so. Ne? Und so läuft's ja. So ungefähr was gewesen, ja. Also das war ein Wort von dir. Finger weg vom Alkohol beim Fahren. Punkt. Ja, keine Diskussion, ne? Nee, auf jeden Fall. Danke für... Du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte noch sagen, also, was ich natürlich jetzt schlecht finde hier in Deutschland, man sagt immer 0,5 Promille. Man soll hier in Deutschland, also sage ich heute sage ich das, ich bin jetzt Vater von einem Sohn von 2,5 Jahren, ne, und wenn ein besoffener Kerl den meinen Sohn plattfahren würde, auf Deutsch gesagt, ne, dann wäre ich natürlich grenzenlos enttäuscht und wütend und sowas. Ich würde sagen, hier in Deutschland, damit man überhaupt nicht in Versuchung kommt, 0 Promille. So sagte ich es gerade auch, ist auch genau meine Meinung. René, danke für deine Meinungsäußerung und gut, dass sich das bei dir alles so entwickelt hat. Ja. Ich wünsche alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Jo. Tschüss. 1.34 Uhr und 43 Sekunden. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause.
1.35 Uhr, 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Im Rausch passiert. Und ich frage euch, was ist euch alles schon in den verschiedensten Räuschen, die es so gibt, passiert? Alkohol, Drogen, Sex, Geschwindigkeit haben wir gerade gehört. Was ist euch da passiert? Und ich könnte auch noch andersrum fragen. Wart ihr schon mal Opfer eines Menschen, der im Rausch was ganz Verrücktes gemacht hat? Vielleicht seid ihr verletzt worden, vielleicht seid ihr in einen Unfall verwickelt worden und musstet quasi dafür büßen, oder ihr wart das Opfer, weil jemand anders zu sehr über den Durst getrunken hat. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ein Fax habe ich bekommen von Ben. Ben ist 17 Jahre alt aus Bonn und er schreibt: Hi Domian, weißt du eigentlich, dass du für einige Sekunden im neuen Stefan Raab Boxkampf-Video zu sehen bist? Ich habe es gerade auf Viva gesehen. Das weiß ich, Ben, das hat man mir erzählt. Ich selbst habe es auch noch nicht gesehen. Muss wohl ganz neu rausgekommen sein mit diesem neuen Titel, dessen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber ich finde den sehr scharf, diesen Titel. Dann schreibt Sonja aus Köln: Hallo Jürgen, vorhin, das bezieht sich, glaube ich, auf gestern, vorhin habe ich die Interviewsendung Maischberger auf NTV gesehen. Gast war deine gute Freundin Hella von Sinnen. Unter anderem wurde Hellas TV-Karriere rekapituliert. Da durfte das Stichwort alles nichts oder nicht fehlen. Bei dieser Gelegenheit wurde ich an eine Schnapsidee erinnert, die ich vor längerer Zeit einmal hatte. Wäre es nicht super und wirklich an der Zeit, alles nichts oder neu aufleben zu lassen? Allerdings, das ist mein Vorschlag, in neuer Besetzung, nämlich in der Kombination Hella von Sinnen und Verona Feldbusch. Das dürfte einen riesen Fernsehspaß geben. Eine interessante Idee und ein guter Vorschlag, vielleicht wirklich diese Sendung mal wieder neu aufzulegen. Antje. Früher machten wir immer Scherze, wenn jemand Antje hieß. Ja, danke. Ich sag gar nichts weiter. Das ist die Frau mit dem Käse schuld. Ja, ja, genau. Du weißt, genau, ne? Genau, meine ganze Kindheit bekam ich im Fernsehen immer vorgeführt vor Antje aus Holland, die uns den schönsten Holländer Käse verkaufen wollte. Ja, ich musste auch sehr drunter leiden. Aber so, du bist nicht aus Holland. Nein, ich bin nicht aus Holland. Und du heißt auch nicht Frau Antje. Nein, nein, nein. Mir wird oft nachgehängt, weil ich auch noch blond bin. Ist das wahr? Ja. Gut. Und da wird halt immer gerne erzählt. So. Das ist verrückt, dass das so lange kleben bleibt. Ich glaube, diese Werbung gibt's gar nicht mehr, ne? Nee, doch, doch. Die gibt's doch, immer noch. Die gibt es noch, ja, mit der Butter. Da sagt Frau Antje Butter, aus... Butter von Frau Antje. ja. Heißen eigentlich viele Menschen Antje in Holland? Weiß ich gar nicht. Nee, in Holland ist das gar nicht so ein geläufiger Name. Komisch, das ist, glaube ich, eher so ein dänischer oder schwedischer Name. Ach so, die armen Antjes in Deutschland, ne? Die werden immer damit in Verbindung gebracht. Ja, zum Glück gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Stimmt, ich kenne auch nicht viele. Aber jetzt hat Antje mich angerufen, um mir etwas zu erzählen. Ja. Was in ihrem Rausch passiert ist, oder? Ja, und zwar bin ich mit einer Freundin auf einer Party gewesen und es war eigentlich eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, wir wurden angemacht und uns passte das nicht. Und wir dachten dann einfach so, ach, dann tun wir einfach mal so, als wären wir das lesbische Liebespaar. Und das macht die ja noch heißer. Genau, das ist nämlich auch passiert. Ehrlich? Nur was uns auch passiert ist, wir haben gemerkt, es macht uns Spaß, es ist schön. Und im Nachhinein sind wir dann auch tatsächlich im Bett gelandet. Ist das wahr? Deine beste Freundin? Ja. Mit der du wie lange befreundet bist? Oh Gott, jetzt sind es fast 10 Jahre. Zehn Jahre, ja. Vorher nie in diese Richtung irgendwas gelaufen? Nö, eigentlich nicht. Also. Das kam mir so ein bisschen zögerlich. Ja, ja, ja. Weil im Grunde genommen das wirklich erste Mal, wo wirklich schlimm, was heißt schlimm, aber wo wirklich intensiv und mit vollem Bewusstsein was passiert ist, war es eigentlich, wo ihr Freund dabei war. Aber das war vor dieser Partygeschichte? Nein, das war danach. Ach, also danach, es war einfach so... Also die Partygeschichte war der Einstieg? Genau. Mhm. Wir sind dann danach nach Hause halt und Arm in Arm, Händchen haltend und so wie beste Freundinnen eigentlich die meiste Zeit zusammen verbringen, wenn sie noch so 17, 18 sind, ja, oder 16, 17. Und ja, und zu Hause haben wir noch ein bisschen geküsst und gestreichelt und sind dann einfach nur eingeschlafen. Und sie hatte dann einen Freund und wir hatten dann so nett zusammengesessen, ein bisschen geraucht und... An einem anderen Tag dann?
Bitte? An einem anderen Tag dann. Ja, ja. Mhm, und ja. Haben dann auch ein bisschen was getrunken, ja, und sind dann auf das Thema gekommen, mhm. ja, und dann ist aus einem Dreier eigentlich ein Zweier geworden. Das heißt, der Freund war der einzige Mann, der dabei war, ja. und der war hinterher total uninteressant. Also, ihr habt ihn gar nicht richtig rangelassen, oder wie? Nö, also eigentlich war das ja schon so ein bisschen mit rein rumknutschen, er mhm. war dabei, das war alles total okay. Ja, und hinterher war er wirklich uninteressant. Ne? Lass mich nochmal kurz auf die Party zurückkommen. Ist es euch denn gelungen, durch dieses Vorspielen, dass ihr eine lesbische Nein. Beziehung habt, die Jungs loszuwerden? Nein, genau das, wie du auch gesagt hast. Das macht ihr an. Ja. Aber dennoch seid ihr sie dann doch losgeworden, weil ihr allein nach Hause gegangen seid? Ja, natürlich. Mhm. Also das war ja auch das, was wir uns erhofft hatten dadurch. Mhm. Aber mhm. schlimmer war ja, als wir dann gemerkt hatten, dass wir beide was zusammen hatten, da war mhm. das für die noch viel interessanter. Ja, ja, ja. Und ich meine, wenn man das hier in Köln macht, ist es vielleicht normal. Mhm. Aber damals war es halt auf einer kleinen Dorfparty. Da war es natürlich die Sensation wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, dann seid ihr nach Hause gegangen. Da kann ich das ja noch nachvollziehen, dass man dann noch spielt auf der Straße und so tut. Aber in dem Moment, wo man dann in die eigenen vier Wände kommt, muss man ja nicht mehr spielen. Da ist es interessant, dass ihr dann weitergemacht habt und euch sogar geküsst habt. Ja, ja. Ne? Das ist interessant. Es liegt vielleicht daran, dass wir beide sehr unterschiedlich sind und trotzdem sehr starke ja, Gefühle und mhm. sehr starke Zuneigung zueinander haben. So, jetzt ist die ganze Geschichte dann passiert in Anwesenheit des Freundes von deiner Freundin. Habt ihr richtigen Sex miteinander gehabt, ihr beiden Mädels? Ich bin leider, ich muss sagen, ich kann nicht sagen, wie es bei lesbischen Frauen bis zum äußersten Sex geht. Also es ist so, dass wir uns geliebt haben. Also dass ja. wir halt uns ausgezogen haben und vielleicht die ganze Situation einfach nur provozieren wollten, weil er dabei war. Hattet ihr beiden denn einen Orgasmus miteinander? Nein, das nicht. Hattet ihr nicht. Aber ihr habt euch sehr intensiv gestreichelt, ja. intim berührt, ja. geküsst auch. Ja. Naja, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Ist das jetzt nur einmal passiert oder danach noch öfter? Nein, das ist es ja. Es ist nicht nur einmal. Es ist halt jedes Mal, wenn wir uns sehen, ob betrunken oder nicht, aber halt verstärkt, wenn wir das getrunken haben, eine Tüte geraucht haben, dann ist es halt so, dass wir... Achso, es hat immer mit Rausch ein bisschen was zu tun. Also wenn ihr ganz ja, stocknüchtern... Ja, ich sag ja von meiner Seite aus nicht, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist, aber von meiner Seite aus ist es nicht so. Ich denke einfach mal, dass ich... Ist denn der Mann oder der Typ dann auch immer noch dabei? Oder ihr? Nein, nee. Also wie gesagt, es ist eine Freundschaft, die sich über lange herzieht, ne? Und ja. Bei mir und bei ihr haben sich die Freunde verändert. Wie oft habt ihr denn miteinander jetzt schon so erotischen Kontakt gehabt? Eigentlich ziemlich oft. Ziemlich oft. Ist es ja. denn, hast du denn den Eindruck, es wird immer intensiver? Oder? Nee, es ist immer so, wie gerade die Stimmung ist. Mhm. Und du also, findest es gut und schön? Ja, es hat mich in einen ganz schönen Konflikt geworfen. Also es ist nicht nur diese Frau. Ach so, du bist jetzt auf den Geschmack gekommen. Ja, genau. Und es ist halt der Konflikt Mann oder Frau. Ja, du musst halt nicht im Konflikt sein. Such den aus, den du liebst, den Menschen, mit dem du begehrst. Ja. Nur das ist manchmal, ich habe halt Angst, dass ich, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich weiß vielleicht selber noch gar nicht hingehen soll, weil sobald meine Frau noch näher kommt, nicht unbedingt gefühlsmäßig, blocke ich ab. Mhm. Also ich möchte dann eigentlich auch gar nicht. Aber du hast im Moment auch keine Beziehung zu einem Mann, keine feste. Doch, habe ich. Hast du? Das ist der Konflikt. Ah ja, da ganz verstehe ich das. Das ist der absolute Konflikt. Weil weiß der von deinen Spielereien nebenher? Mhm. Ja, das weiß er. Ja. Und ich habe halt gesagt, so, also wenn es mal mit einer Frau passiert, wie er dann wohl darauf reagieren würde, also wie er dazu stehen würde. Und er sagt halt... Wie meinst du, wenn es mal passiert? Das passiert doch ständig mit deiner Freundin. Ja, das ist was anderes. Ach, also, du meinst, wenn es richtig reinschlägt, so richtig liebesmäßig, meinst du? Ja, also wenn richtig gefühlt auch was passieren würde... ja, dann lass die egoistische Antwort von ihm war halt einfach, was soll das jetzt? Ich lasse mich auf dich ein und jetzt kommst du mir so und... Da war ich getroffen, weil ich selber nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und ich liebe ihn. Mhm. Naja, gut. Aber es ist natürlich auch klar, dass er vielleicht im Moment auch ein bisschen provoziert ist. Wie lange seid ihr zusammen?
Ja, noch nicht lang. Das ist jetzt ein halbes Jahr. Naja, gut, wenn man dann gleich sagt, ja, was wäre denn wenn und so, dass man da vielleicht auch ein bisschen emotional reagiert, ist vielleicht auch verständlich von seiner Seite aus. Ja, ich versuche natürlich, ich verstehe ihn auch sehr gut in der Sache, aber es war auch für mich eine absolute Überwindung, ihn überhaupt darauf anzusprechen, ihm das zu erzählen. Klar, und da war ich im Rausch. Ich war im Rausch, als ich ihm das gesagt habe. Also auch wieder eine interessante Sache, dass ein Rausch, welcher Art auch immer, durch Alkohol oder vielleicht durch eine Tüte, wie du gerade gesagt hast, initiiert, auch solche vielleicht eher geheimen Dinge, die so in einem schlummern, auch nach oben kommen lassen. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Es gibt auch einen Spruch dazu, ne? Irgendwie solche Leute sprechen die Wahrheit. Kinder und Betrunkene, ja. Ja, ich achte auch mal sehr drauf, wenn Leute im betrunkenen Zustand, was die da so tun. Ich glaube, das zeigt sehr, wessen Charakter sie sind. Und was für einen Charakter sie haben. Ne? Mhm. Ja. Ja. Liebe Antje, das ist ein Konflikt, da wirst du eine Weile noch mit zu kämpfen haben. Ja, das glaube ich auch. Ich wünsche aber trotzdem alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. Michael, 48 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Michael. Ich wollte euch mal von einem anderen Rausch berichten, der vielen Leuten, ja nicht vielen Leuten, sagen wir mal, speziell im Sport passiert, und zwar im Wassersport, den Tiefenrausch. Ich habe es gerade gesagt, als Stichwort. Ja. Ja, vorhin, Tiefenrausch. Ja. Das kennt man so als Begriff. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles so ist, wenn man da so tief unten ist und wieder zu schnell hochkommt, ne, oder so. Ja, es ist eben so, dass es gibt ganz tolle Seen, die ganz klar sind. Ja. Und es ist halt irgendwie eine Herausforderung, in diesen klaren Seen, umso tiefer man ist, umso weiter weg ist man irgendwo. Also zu tauchen, du bist Taucher. Ja, ne? Richtig. Und ich war da mit ein paar Freunden beim Tauchen. Mhm. Und wir hatten, weil wir eben das Problem kennen, hatten wir uns eigentlich immer gegenseitig angeseilt. Mhm. Weil bis zu einem bestimmten Punkt kann man sich noch kontrollieren. Mhm. Und sagen wir mal, wenn es dann wirklich weit runter geht, kommt man also in so eine Art Tiefenrausch. Ah, dann habe ich jetzt gerade was gelernt. Also man ist in dem Rausch, je tiefer man runterkommt. Man kommt nicht in den Rausch, wenn man schnell wieder nach oben steigt. Das ist was anderes, ne? Richtig. Aha, also je tiefer man sinkt, desto mehr kommt man irgendwie auf andere Gedanken. Richtig, das ist also wie, es ist auch irgendwo ein Reiz, und da muss man also wahnsinnig aufpassen, darum guckt man immer, dass man in einer Gruppe taucht, dass man auch einfach gegenseitig sich kontrolliert und aufpasst. Verstehe, ab welcher Tiefe ist das denn spürbar? Ja, das kommt also immer drauf an, das kann also bei verschiedenen Leuten, je nachdem wie man trainiert ist und wie man welche Erfahrungen man hat, das kann bei 10, 20, 30, 40 Meter Tiefe kann das passieren. Kannst du mal erklären, was für ein Gefühl das ist, welches einen dann überkommt? Was ist das? Hat man einen Realitätsverlust? Halluziniert man? Oder was passiert da? Ja, es ist, als wie wenn man eigentlich wie eine Halluzination ist. Also man steigt in eine andere Welt ein. Mhm. Und wenn man länger drunten ist, schaltet man irgendwo ab. Man sieht also die ganzen Pflanzen, man sieht die Tiere, Fische und so weiter. Und vergisst dann auch irgendwo die Realität. Man, man geht immer weiter nach unten. Ist das, also folglich ist es ein schönes Gefühl? Es ist ein schönes Gefühl, ja. Wenn man dann nicht von Kameraden beispielsweise gestoppt wird oder irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, was kann dann passieren, wenn man sich dem so hingibt? Ja, da ist eben passiert, dass irgendwie sich das Seil gelöst hat und wir haben das nicht gemerkt. Mhm. Und plötzlich war er verschwunden. Mhm. Und wir haben dann also auch totale Panik bekommen. Mhm. Wir waren ja auch ziemlich tief unten. Ja. Und man rückt immer mit dem Seil, dass man weiß, aha, man hat noch Kontakt. Und plötzlich ist das Seil locker. Mhm. Und dann weiß man, der ist weg. Ja. Ne? Und jetzt eben die Frage, weiter runtergehen, den suchen oder schnell nach oben gehen. Mhm. Aber man darf jetzt zum Beispiel, wenn man lange taucht, eben nicht schnell nach oben gehen. Weil das meinte ich ja gerade. Aber was für ein Konfliktfall. Ja, ne? Ja. Was habt ihr gemacht? Ja, es war also, bis das erst beim letzten Mann ankam, das hat schon erstmal gedauert und da gibt es dann auch einfach Unruhe und man muss sich dann wahnsinnig beherrschen, dass man erstmal nach oben kommt und eben langsam nach oben
schwimmt. Also ihr seid nach oben gegangen und das heißt, der andere ist weiter abgesunken. Und wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass er irgendwo sich selber befreit, ach so, dass er selber irgendwo hochkommt, weil man muss ja erstmal an sich selber denken und auch an die Gruppe, weil wenn wir jetzt dem, sagen wir mal, gesucht hätten, ist eben die Gefahr, dass wir in denselben Tiefen rauskommen. Was ist denn einer bestimmten Tiefe? Ja. Was ist denn mit dem Mann dann passiert? Ja, der ist eigentlich dort unten gestorben, kann man sagen. Ja, man hat ihn zwar nach ein paar Tagen dann gefunden. Das Problem ist ja immer, dass man, wenn die Leute mal dann ganz nach unten fallen, die kann man auch nicht gleich retten, sondern man muss dann wirklich warten, bis der irgendwo nach ein paar Tagen nach oben kommt. Wie tief lag er? Wie tief war der See an der Stelle? Weißt du das? 70 Meter. 70 Meter. Ja. Machst du dir oder macht ihr euch dennoch Vorwürfe, dass ihr sagt, wir hätten doch irgendwas machen sollen, vielleicht hätten wir ihn retten können? Ja, wir machen uns schon Vorwürfe, aber es waren so unglückliche Umstände. Wir haben wahrscheinlich auch vergessen, genau zu kontrollieren, hat jeder den richtigen Knoten drin, kann der auch wirklich nicht aufgehen. Und an was ist dieser Mann dann letztendlich gestorben unten? Ja, das ist der Überdruck. Der Überdruck. Der Überdruck. Also das heißt, man ist anfänglich in einem schönen Gefühl, in einem euphorischen Gefühl durch den tiefen Rausch und dann stelle ich es mir wahrscheinlich, ist es doch wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft, ne? Oder? Na, eigentlich weniger. Normalerweise läuft es so, dass jemand, der also in so einer Tiefe ist, erst kommt praktisch das schöne Gefühl und dann kommt Bewusstlosigkeit. Ach so. Also es kommt dann zur Bewusstlosigkeit und das ist eben der gefährliche Augenblick. Wenn man dann von diesem schönen Gefühl in die Bewusstlosigkeit kommt, kann man eigentlich gar nicht mehr selber reagieren. Verstehe. Hast du seit diesem Vorfall, das ist ja ein dramatischer Vorfall, den du da mitbekommen hast als Taucher, hast du seitdem mehr Angst und Respekt, noch mehr Respekt vor dem Wasser und der Tiefe? Oh, ich habe also wahnsinnig Respekt seit der Zeit, vor allem, weil ich dann auch erlebt habe, dass es anderen auch so gegangen ist und das wird gar nicht so öffentlich. Es sterben also wahnsinnig viele Leute, die vor allem unerfahrene Leute, die da einfach probieren, mal zu tauchen und haben gar keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Aber du tauchst weiter nach diesem Vorfall. Ich tauche weiter, aber natürlich mit noch mehr Sicherheit und noch mehr Vorsicht. Ja. Und eben auf die Kameraden auch aufpassen und wir prüfen dreimal und viermal. So die ersten Wochen war überhaupt nichts mehr drin mit Tauchen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder Monate, kann ich bald schon sagen. Also lieber Michael, auf dass dir nichts passiert. Na, okay. Und deinen Kameraden auch natürlich. Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, ciao. Tschüss. Kai, 17. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, also... Auch im Rausch passiert irgendwas? Nebenbei erstmal kurz. Ich glaube, die Antje, die eben angerufen hat, die Geschichte kannte ich schon und auch die Person. Das ist ein recht witziger Zufall. Ehrlich? Der Name stimmt nur nicht, aber das kann ich gut verstehen, glaube ich. Aha, gut, vertiefen wir das mal nicht weiter. Ja. Nun gut, meine Geschichte ist ziemlich witzig und es war ein Alkoholrausch. Angefangen hat sie, wie das so üblich ist beim Alkohol, wie ich saß mit so 5 bis 10 Leuten, meinem Freund im Garten auf der Terrasse. War Ende letzten Sommer. Und hat dann auch ganz gut Schnaps getrunken, also Uso und Wodka. Bin dann irgendwann so gegen 1 Uhr nach Hause gefahren. Wie? Nee, es war noch viel früher, mit dem Fahrrad. Bin dann zu Hause angekommen, habe mich dann erstmal ganz normal ins Bett gelegt, noch was Fernsehen geguckt und dann habe ich mir gedacht, ich bin eigentlich auch gar nicht müde. Bin nochmal aufgestanden, habe mir dann gedacht, schnapp dir noch mal ein Fahrrad und dreh noch eine Runde. Habe ich dann auch gemacht, nur die Sache war, ich habe mich vorher ganz bewusst nicht mehr angezogen. Ich bin in der Unterhose eine Runde Fahrrad gefahren. Aber es war Sommer, ne? Sagst du, Ende des Sommers? Ja, es war noch warm genug. Ja, also fast nackt in der Unterhose Fahrrad gefahren. Ja, also nachdem ich bin ein paar hundert Meter zur Rodenkirchener Rheinbrücke gefahren. Ja, also das ist in Köln, Rodenkirchen ist ein Stadtteil von Köln. Bin dann über die halbe Brücke rüber und hab mir gedacht, ist ja nichts passiert, hatte ich kaum jemand gesehen und dann habe ich die Unterhose halt auch noch ausgezogen und bin zurückgefahren. Und bist du... Warum? Warum hast du die auch noch ausgezogen? Ich war sturzbesoffen, just for fun. Einfach mal so, also mein anderes Lebensgefühl.
Ja, und damit ich halt irgendwann immer wieder was Krasses zum Erzählen hatte. Ist dir jemand begegnet, als du zurückgefahren bist? Nein, ich weiß nicht mehr genau, weil ich war ja ziemlich blau, ich weiß nicht mehr genau, aber es kann sein, dass irgendjemand mir was hinterhergerufen hat, aber groß gesehen habe ich niemanden, aber es sind ein paar Autos an mir vorbeigefahren. Also, wenn ich demnächst einen nackten jungen Mann nachts hier durch Köln Fahrrad fahren sehe, dann weiß ich, das bist du, das ist der Kai. Ich werde dich ansprechen. Musst du nicht machen. Mit dem Saufen habe ich inzwischen aufgehört. Ja, das ist auch sehr löblich. Und das heißt, du fährst auch nicht mehr nackt Fahrrad. Nein, aber da die Geschichte so ziemlich jeder kennt in meiner Stufe, ich habe sie recht stolz rumerzählt, habe ich mal im leicht angetrunkenen Zustand einem Freund versprochen, irgendwann fahre ich mal nackt mit Inlineskates durch hier ein Einkaufszentrum in der Gegend. Das ist doch wunderbar. Sind wir auch alle dabei und gucken zu? Nein, das nicht. Das nicht. Gut, Kai. Mach's gut, alles Gute, tschüss. Tschüss. Anja habe ich jetzt hier bei mir noch und die ist 20 Jahre alt, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anja. Mein Thema ist auch zu deinem Thema am Rausch passiert und zwar, ich habe ein Brandloch in der rechten Hand von meiner Freundin, die mir das besoffen mit ihrer Zigarette reingedrückt hat. Wie tief? Oh, schon ziemlich tief, also ist eine ziemlich große, kreisrunde Narbe. Richtig auffällig. Die Freundin hat dir die Zigarette in die Hand gedrückt? Eine Nebeneinander auf so einer Plane lagen, also im Gras, und beide ziemlich besoffen waren. Und sie hat sich irgendwie zu mir hergedreht und wollte mir irgendwas sagen und dabei ist die Zigarette halt irgendwie auf meine Hand und hat da vor sich hingeglüht und ich habe das halt auch nicht erst gemerkt, ja. Ach, du hast es auch gar nicht gemerkt am Anfang. Das muss doch tierisch wehgetan haben, sofort. Ja, wenn man ziemlich besoffen ist, merkt man das am Anfang nicht so schnell. Wo also ich dann gemerkt habe, war schon das Loch drin. Eine richtig tiefe Wunde entstanden, schlimme Wunde. Ja, also es ist schon eklig. Und was ist dann geschehen? Bist du dann direkt ins Krankenhaus oder was? Nö, habt ihr eigentlich gar nichts. Also ich habe nichts gemacht und am nächsten, also es war mir auch nicht so bewusst, war mir im Moment auch egal. Und am nächsten Morgen habe ich es dann gesehen. Und ihr tut es halt wahnsinnig leid, weil wir uns eigentlich fast jeden Tag sehen. Und immer wenn uns Leute fragen, so, oh, wie hast du das gemacht und so, weil das halt auch ziemlich auffällig ist, so, dann sage ich immer, ja, das war meine Freundin und das ist dann immer mega peinlich. Nimmst du der Freundin das ein bisschen übel oder sagst du, na gut, das ist... Eigentlich, mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich geil, weil ich irgendwie Narben so erotisch finde. So. Hat ja nicht jeder so Wunden. Ist denn dieses Loch, um es richtig zu finden, ist es in der Innenseite oder ist es oben drauf? Nee, das ist direkt oben drauf. Das war jeder oben drauf, richtig oben drauf. Mhm. Du findest Narben erotisch? Also mittlerweile finde ich sie richtig geil, weil also. Das ist ein bleibendes Andenken für meine Freundin. Ja, eben, ich wollte sagen, das verbindet dich mit der Freundin jetzt auf Lebenszeiten, ne? Genau. Immer wenn du auf die Hand guckst, weißt du, das war meine Freundin. Ja, da erinnere ich mich immer dran. Das habe ich gedacht, ich rufe dich mal spontan an, erzähl dir das. Hattet ihr sehr viel getrunken? Was? Hattet ihr sehr viel getrunken an dem besagten Nachmittag oder in der Nacht? Ja, das war ein Abend, jede Menge Bier und weiß ich schon gar nicht mehr alles. Ja, ich wundere mich wirklich, dass du dann die ganze Nacht dann damit ausgehalten hast, weil gerade Brandwunden sind ja nun... Ja, das hat schon ziemlich gebrannt, umso mehr ich getrunken habe, umso weniger hat es dann gebrannt. Na klar, ja. Hast du es denn am nächsten Tag ärztlich versorgen lassen? Eigentlich nicht. Also ich habe es halt desinfiziert, ein bisschen sauber gemacht, weil da noch all mögliche Dreck drin, Sand und was weiß ich alles. Und dann ist es halt vernarbt und jetzt ist sie da. Wie lange ist das her? Das ist jetzt 2 Jahre. Ach, 2 Jahre. Aber du bist jetzt nicht so jack drauf, dass du sagst, ich finde das so geil, ich mache mir jetzt auf die nächste Hand auch noch irgend so eine... Nee, also selber mache ich nicht. Und ja, ich hätte schon gerne ein Tattoo oder Branding oder so, aber das mag meine Mutter nicht so. Ja. Und ja, vielleicht passiert mal wieder was, dann strecke ich meine Hand wieder hin. Also eine eher harmlose Geschichte, die zwar auch schon ein bisschen schmerzhaft war, aber die Anja nimmt's ganz gelassen. Ja. Danke für deinen Anruf und gute Nacht wünsche ich. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. Im Rausch passiert, in der Technik Michael Jansen. Morgen haben wir eine offene Telefon-Talkshow. Da könnt ihr anrufen zu jedem Thema. Und ich sage euch jetzt schon mal als Info von uns für euch. Wir machen dann 2 Wochen eine kleine Osterpause. Das heißt, morgen ist die letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Ja, ab 0 Uhr könnt ihr morgen auch wieder anrufen und um 1 sind wir da. Ich hoffe pünktlich im Radio und im Fernsehen. Um 1 Uhr Radio 1 live und um 1 Uhr im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schlaft schön. Ciao.